الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أولى للورى أي داع قبلكم في ذا الوجود صحل كسرى هنا لقيصرى ربنا الله من سواكم في حديث أو قديم طلع القرآن. Und dann gehen wir weiter, wenn wir schauen seine Bücher. Hat sehr viele Bücher geschrieben und ich habe hier 10 Bücher aufgelistet, was sehr interessant ist, was jeder über seine Bücher informiert sein sollte und unbedingt zu lesen. Denn seine Bücher sind sehr bekannt und heute in vielen Sprachen übersetzt. Deswegen, wir sagen immer, wer will über Muhammad ibn Abdul Wahhab Wissen haben, er braucht das nicht vom 10. Person von Ohr oder von Vermutungen zu hören, sondern gibt es seine Bücher, kann man seine Bücher besorgen, beschaffen, kaufen und dann forschen, ob das stimmt, was er gesagt hat und was heute die Leute erzählen. Und einer der bekanntesten Bücher ist, liebe Brüder, Kitab al-Tawhid. Und Kitab al-Tawhid ist einer seiner bekannten Bücher, die er geschrieben hat, nachdem er zurückgekehrt ist von seinem Wissensstudium und hat diesen Buch überall auch verteilt bei den großen Gelehrten. Und jeder Gelehrte hat diesen Buch gelobt, bevor sein Dawa bekannt wurde. Bevor sein Dawa in Arabien und außerhalb Arabien bekannt worden ist, haben die Gelehrten von Irak, von Scham und von anderen Orten, von Mekka, Medina, über diesen Buch Lob geschrieben. Und dazu kommen wir am Ende. Bei dem Hauptteil werden wir all diese Lob und Kritik beantworten. Und einer der heutigen, was passiert ist zum Beispiel, gibt es in Indien einen Sheikh, wenn er Vortrag hält, hat er jedes Mal am Ende seinen Vortrag den Muhammad ibn Abdul Wahhab verflucht. Weil wurde ihm erzählt, er nennt sich Prophet, er ist eine neue Sekte, er ist eine neue Gruppe und das sind Extremisten, das sind Tekfiriyin, das sind Khawarij und so weiter, haben alles über ihn gesagt. Und dieser Sheikh hat jedes Mal am Ende seinen Ders, der Indier, ein Alim, hat immer beschimpft Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und eines Tages ist in diese Moschee ein Gast gekommen und hat gehört, wie jedes Mal der Sheikh am Ende der Unterricht hebt seine Hände hoch und sagt, oh Allah, verfluche Abdul Wahhab und so weiter, hat ihm verflucht. Daraufhin hat er ihm ein Buch gegeben und hat den Umschlag von dem Buch zerrissen und hat gesagt, ja Sheikh, ich habe ein Buch. Kannst du das bitte mal anschauen, ob das korrekt ist? Darf ich das lesen oder nicht? Daraufhin hat er dieser Alim, indischer Alim, und der lebt heute noch, hat diesen Buch gelesen und hat gesagt zu dem Person, der ihm das gegeben hat, MashaAllah, ein sehr schönes Buch, dieser Autor schreibt alles nach Koran und Sunna, hat gesagt, ja Sheikh, das ist dieser Mann, dem du jeden Abend verfluchst. Jeden Abend nach deinem Ders, den du verfluchst, ist Muhammad ibn Abdul Wahhab. Daraufhin, der hat Tauba gemacht, dieser Sheikh, und bis heute, nach jedem seinem Dersende, er macht jetzt Dua für Muhammad ibn Abdul Wahhab. Damals hat er verflucht, jetzt hat er die Wahrheit gesehen, deswegen, wer seine Bücher liest, wird die Vorurteile von sich selber abbauen und wird sehen, was ihm über ihm erzählt worden ist, ist eine Propaganda und Lüge. Dann wieder einer seiner bekanntesten Bücher ist Keshf al-Shubahat, Entschleierung der Scheinargumente. Das heißt, seine Gegner, die Sufiten, die Leute, die an die Gräber gehen und Anbetungen machen, die Leute, die die Gräber als Anbetung erlauben. Zum Beispiel, ich habe ein Buch und alles, was wir reden, mit Beweise, habe ich ein Buch von Schiiten und in diesem Buch haben die selber, die verteilen das selber. Die sagen, es ist erlaubt, bei den Gräbern Anbetungen zu machen. Es ist erlaubt, dort sich zu verbeugen. Es ist erlaubt, von dem Toten, der dort liegt, dass du ihm Dua machst, sagst du, oh, der Person, der so und so, gib mir Kind, gib mir Arbeit, gib mir Erfolg in mein Leben. Ich möchte heiraten, ich möchte das. Du hast die Möglichkeit, du besitzt die Kraft. Und das alles Schirk. Und diese Leute angeblich, die Schiiten und andere Sekten, bringen Argumente, sagen, ja, wir haben Beweis vom Koran. Und Muhammad ibn Abdul Wahhab hat ihre Scheinargumente entschleiert. Und dieses Buch ist sehr wichtig, dass wir das lesen und entschleiern, was die Leute falsche Argumente haben.
Dann wieder, was einer der Quellbücher, was er geschrieben hat, ist, wichtige Bücher ist das Usulus Salasa, die drei Prinzipien. Dann er hat das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben. In einer Kurzfassung hat der Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam geschrieben, das Leben des Gesandten als eine Zusammenfassung. Das heißt, wenn dieser Mann ist jemand, der gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, wieso schreibt er sein Leben? Wieso befehlt er, dass wir die Sunna befolgen sollen? Dann wieder hat er ein Buch geschrieben, Kitab al-Kabair, über die großen Sünden. Und dann er hat Sa'd al-Ma'ad von Ibn al-Qayyim al-Jawzi als Kurzfassung Muhtasar zusammengefasst. Dann wieder, und dieses Buch ist sehr wichtig, Masail al-Jahiliyyah. Dieses Buch ist einer der wichtigsten Bücher. Dort er bringt über 40, 50 Masail, Beispiele, wo im Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ungläubigen mit ihm sich nicht verständigen könnten. Was war der Meinungsunterschied zwischen den Kuffar, Mushrikin von Mekka und Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das müssen wir wissen. Was haben wir heute Meinungsunterschied mit Andersgläubigen? Was ist unsere These und was ist ihre These? Das müssen wir wissen, damit wir wissen, zu wem wir folgen und zu was wir rufen. Deswegen hat dieser Sheikh rahimahullah darüber all diese Punkte aufgelistet. Wo hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich mit den Mushrikin nicht einigen können? Und dann hat er die Beweise aufgezählt nach Koran und Sunna. Dann wieder, einer seiner großen Arbeit ist Muhtasar Fathul Bari. Er hat das Erklärung von Sahih Bukhari, was hat Ibn al-Hajar al-Asqalani geschrieben. Und das ist ein sehr großes Buch, über 13 Bänder, hat er wieder diesem Buch eine Kurzfassung geschrieben. Dann, und das zeigt seinen Wissensstand, wie er großer Gelehrter war, hat er ein Buch geschrieben, heißt Adabul Mashi ila Salah, die Verhaltensvorschriften beim Gehen zum Gebet. Das heißt, von zu Hause bis zur Moschee, wie soll sich ein Muslim verhalten, hat er darüber Buch geschrieben. Das heißt, das zeigt seine Qualität, seinen Wissensstand, dass man schreibt sogar den Weg, wie man sich verhalten soll, von zu Hause bis Moschee, ist eine große Sache. Dann auch wieder eine seiner bekannten Bücher ist Nasihatul Muslimin bil Hadith Hatemul Mursalin, hat er die Muslime Nasiha gegeben, mit was? Mit den Überlieferungen von letzten Gesandten. Das heißt, was hat uns Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Testament hinterlassen? Was ist das Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jeder muss sich das fragen. Jeder Mensch hat ein Testament, wenn er stirbt. Auch ihr, wenn ihr stirbt, auch wir, wenn wir sterben, werden ein Testament hinterlassen. Was war das Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und das müssen wir wissen und uns nach diesem Testament auch folgen. Und er hat auch sehr viele Briefe geschrieben. Außer diesen Büchern und anderen Büchern hat er auch sehr, sehr viele Briefe geschrieben an Leute, weil die Leute in seiner Zeit haben angeschrieben, haben gesagt, ja, Sheikh, wir haben gehört, du machst so und so, stimmt das? Und er hat Antworten gegeben. Ihn haben Ulama Briefe geschrieben aus Mekka. Als seine Dawa wurde verbreitet überall, die Leute haben ihn angesprochen. Wir hören, dass du sagst, wir sollen die Moscheen zerstören. Stimmt das? Wir hören, dass du bist fünfte Mezheb. Stimmt das? Wir hören, du bist Spion. Stimmt das? Der hat Briefe geantwortet. Deswegen, diese Briefe sind heute immer noch vorhanden. Und diese Briefe kann man auch lesen und seine Antworten. Und er hat sich immer gefreut, wenn ihm eine Frage gekommen ist. Er war niemals sauer. Auch wenn ein Brief war, das ihm kritisiert hat, hat er sich gefreut und für diese Person Dua gemacht, dass er die Wahrheit verstehen soll und die Wahrheit annehmen soll und sich nicht seinen Lüsten folgen soll. Dann wieder, wenn wir schauen, seine Schüler, waren sehr viele Schüler und waren nicht nur von dem Dorf, wo er gelebt hat, in dem Region, wo er gelebt hat, sondern kamen von verschiedenen Stämmen, von Arabien, Leute zum Studieren bei ihm. Und genauso kamen Leute aus Ausland, kamen von Ausland Studenten, Leute, die bei ihm studiert haben. Und seine Schule bis heute existiert. Aber von den Gegnern Schule existiert nicht mehr. Die Gegnerbücher, was über ihn geschrieben haben, sind unbekannt. Die Bücher von Muhammad ibn Abdul Wahhab, von Sheikh al-Islam, sind vorhanden. Die sind bekannt und werden überall gelesen. Das heißt, du kannst Ahlul Haqq und Ahlul Batil erkennen, indem du siehst, dass einige Bücher, wenn du fragst, wer hat gegen Muhammad ibn Abdul Wahhab Buch geschrieben, kennt keiner.
Wie hieß der Autor? Wissen wir nicht. Was heißt das Buch? Weiß man nicht. Aber von Muhammad ibn Abdul Wahhab, seine Bücher sind bekannt und verbreitet. Und das zeigt, dass Ahlul Haq wird überall mehr ankommen als Ahlul Batil, obwohl Ahlul Batil stärker ist und mehr Möglichkeiten hat als Ahlul Haq, macht Allah Azza wa Jalla immer die wahrhaftigen Seite zum segenreichen Gruppe. Deswegen, seine Studenten, die bei ihm abgeschlossen haben, wäre das eine gefährliche Gruppe, eine Sekte, eine, was verboten wäre, so hätten diese Studenten nicht danach Ämter bekommen. Wie ihr seht, haben viele seine Studenten, die nach der Schule von Muhammad ibn Abdul Wahhab abgeschlossen haben, wurden Imame in den Moscheen, wurden sogar Richter, Qudat, Qadi, sie waren Richter oder waren auch Mufti, die Rechtsgutachten erteilt haben. Das heißt, liebe Brüder, Muhammad ibn Abdul Wahhab Dawa hatte Ergebnis, weil wir sehen das durch die Studenten. Wären das kranke Leute, dass die kommen mit dummen Sachen, dann keiner hätte denen Imam gemacht, keiner hätte denen zum Richter ein Amt gegeben oder ihnen nicht als Mufti anerkannt. Das heißt, das sind bis heute Gelehrte, bekannt von dieser Schule, die rausgekommen sind. Bis heute gibt es Leute, die bestimmte Funktionen von dieser Schule danach bekommen haben und heute für Islam tätig sind. Und eines der bekanntesten Schüler in seiner Zeit sind, habe ich einige nur aufgezählt, das sind sehr viele, aber die bekanntesten sind erstmal seine vier Söhne. Ist der Hussein, Abdullah, Ali und Ibrahim sind einer der bekanntesten Söhne von Muhammad ibn Abdul Wahhab als seine Studentin. Dann Sheikh Hamad ibn Nasir, sehr bekannt, und der auch selber Bücher geschrieben hat. Oder auch Sheikh Ahmed ibn Rashid al-Uryani hat auch, ist seine der bekannten Studentin, der bis zu seinem letzten Zeit mit ihm geblieben ist und mit ihm die Dawa verbreitet hat, unterstützt hat. Oder auch Sheikh Hassan ibn Eidan, der auch in dieser Sache sehr bekannt ist. Und die Schule, wie gesagt, existiert heute immer noch. Das heißt, wer will über diese Schule wissen, was sie verbreiten für Wissen, was sie haben dort verhalten, ob das stimmt, was über ihnen gesagt wird, kann heute Ticket kaufen und diese Schulen besuchen und diese Zentren besuchen und dort wird er sehen, nur was nur im Koran und Sunna vorhanden ist, dass nach vier Madhab, den vier großen bekannten Ahl-Sunna-Rechtsschulen aufgelistet ist, diesen Weg, das sie folgen, werden wir sehen. Und liebe Brüder, auch von seinem Tod erkennen wir, dass dieser Scheich, als er starb, hat nichts hinterlassen, außer seine Bücher. Er hat weder Haus hinterlassen, noch einen Reichtum, noch Geld, noch irgendeinen Besitz. Er hinterließ nur Wissen vom Koran und Sunna, die er von Koran und Sunna erklärt hat und den Menschen verbreitet hat. Deswegen, und das ist der Weg der Propheten, der Weg der Ahl-Sunna-Gelehrten, die Erbe von den Propheten nehmen und nicht für ihre private Ziele arbeiten, sondern versuchen bis zum letzten Atemzug nur Allahs Wohlgefallen zu erreichen.